Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendezeit von Flimmern und Rauschen. Heute bin ich unterwegs in Osterholz-Scharmbeck in der Drosselstraße. Na, mal ehrlich, möchten Sie hier wohnen? Ist das wegen der vielen Ausländer? Ausländische Mitbürger. Oder sagt man jetzt Migranten? Ganz genau weiß das Rita Süssmuth, unsere ehemalige Bundestagspräsidentin. Sie war am 5. Mai in Osterholz-Scharmbeck. Was sie für Gedanken und Vorschläge hat zum Thema Migration und Zuwanderung, das wollen wir Ihnen gleich zeigen. Und weil das Thema in Osterholz-Scharmbeck so brisant ist, werden wir am 15. September das Thema Integration fortsetzen. Sehen Sie nun Rita Süssmuth, Migration und Zuwanderung. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dieser Satz ist eng verbunden mit dem heutigen Gast bei der Europa-Union am Europatag 2008 hier im Rathaus Osterholz-Scharmbeck. Mit dieser Grundhaltung hat sie schon so manche Herausforderung gemeistert und es ist für uns eine große Ehre, dass sie heute bei uns ist. Ich grüße die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages und das möchte ich auch hinzufügen, erste Bundesfrauenministerin Deutschlands, Professor Dr. Rita Süssmuth. Kommt der Vortrag von Professor Dr. Rita Süssmuth und anschließend haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Frau Vizepräsidentin des Landtages, Frau Fockert, Herr Bürgermeister, in diesem stattlichen Haus, von wegen bescheidene Hütte. Wir freuen uns trotzdem, dass die Europa-Interessierten, Engagierten hier sind. Herr Scherer, Herr Overstedt. Erstens freue ich mich, dass ich in eine bunte Zuhörerrunde schaue. Das sind nicht nur Männer, die sich für Europa interessieren, sondern genauso Frauen. Und wir wissen als Frauen, was wir dem Europäischen Parlament, der Europäischen Gerichtsbarkeit zu verdanken haben, denn einen erheblichen Anteil an der durchzusetzenden Gleichberechtigung hat Europa. Ich hatte die Gelegenheit, noch in der letzten Woche die Generalstaatsanwältin des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg zu erleben. Das wird Sie auch als Menschenrechtler interessieren. Wir vergessen oft über den Alltag, welchen Vorteil diese Europäische Union hat. Ich sage es zu diesem Thema auch der weltweiten Migration, wo wir ja in der Kommission von Kofi Annan durch alle Kontinente gekommen sind. Im Ausland werden Sie zur Europäerin und wissen, was bei aller Langsamkeit auf die Schiene gesetzt worden ist. Vieles, was wir, ich habe das unlängst gedacht, als die Kosovo-Entscheidung fiel, da hätten wir vor 80 Jahren einen Krieg für geführt. Wir haben neue Konfliktregelungen gefunden. Zwar heißt es, also Frieden haben wir ja nun, das ist nicht mehr so wichtig, kümmert euch um die anderen Themen, aber der Frieden ist eine höchst fragile Angelegenheit. Und es geht in so vielen Bereichen, ob Gemeinsamkeit in der Rechtspolitik, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, in der Kulturpolitik, als ich eben hörte, die wichtige Aussage, was der Europarat auch heute noch für die Mitgliedstaaten bedeutet, dass wir hier den stärksten Einfluss auf Rechtsstaatlichkeit in den Assoziierten oder mit vollem Mitgliedstatus sind, wo wir ja weiß Gott nicht sagen können, das alles sind schon Demokratien. Aber wir sind ja auch vorsichtiger geworden in der Selbstbeweihräucherung unserer eigenen Demokratien und der westlichen Demokratien, wo es vieles
wieder zum Besseren zu revitalisieren gilt, damit die Glaubwürdigkeit sich erhöht. Wenn ich heute Abend am 5. Mai eigentlich auch nach den Aussagen des Bürgermeisters zwei Dinge miteinander verbinde, nämlich das Europäische und das Lokale und ich füge hinzu das Regionale. Denn im Zeitalter der Globalisierung stellen wir fest, wird das Regionale und Lokale immer bedeutsamer. Nicht nur, weil sich das Zusammenleben vor Ort vollzieht, sondern weil die Menschen, wenn sie weltweit unterwegs sein sollen, sich ausrichten sollen, zunächst mal eine Verankerung im Nahraum brauchen. Das ist wie bei Kindern. Ich muss zunächst mal vertraut sein mit meiner engsten Umgebung, um mich dann von ihr in die weitere Welt bewegen zu können. Und das gilt auch für die Frage von Migrantinnen und Migranten. Aber mir liegt daran im ersten Punkt, beim Stichwort Integration, sag ich mal, Europa und Integration, das bedeutete immer ein Zweifaches. Wer gehört dazu? Darum streiten wir ja weiterhin. Also die Aufnahme der letzten 12 hat bei vielen dazu geführt, es waren zu viele auf einmal. Und andere haben gesagt, es war überfällig, wenn dort die Konflikte sich nicht verschärfen wollen. Da haben wir uns auch durchaus in Widersprüche begeben. Nicht alles war beitrittsreif, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht sogar viel weniger in den Finanzen als in anderen Bereichen. Ob es die Korruption in einer Reihe der Länder war, ob es die Minderheitenfrage war, ob es die Frage war, wohin geht eigentlich das Pendel, stärker in die USA oder stärker in die Europäische Union, wo man jeweils die Geschichte kennen musste. Also ich bin ja viel in den Fragen Polen unterwegs. Wenn wir uns vor Augen führen, dass während der kommunistischen Zeit 12 Millionen Polen in den USA gelebt haben, dann wird uns diese Verbindung, die uns auf den ersten Blick manchmal Irritationen aufgibt, viel vertrauter und wir sagen, da erklärt sich manches. Oder wenn wir fragen, warum sind die Polen so vehement für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union? Auch das hat eine geschichtliche Wurzel. Die Polen sagen mir jedes Mal, wir wissen, was wir der Türkei zu verdanken haben. Die haben nie unsere polnischen Teilungen anerkannt. Da merken Sie die Wirkungsmächtigkeit der Geschichte. Und umgekehrt fragen wir, wie bringen wir das denn alles zusammen? Wir sehen viel weniger den positiven Sauerteig, den sie einbringen, als die Belastung. Das ist mit Migranten übrigens ähnlich. Und deswegen ist diese Integration innerhalb dieser europäischen Mitgliedstaaten, der EU-Mitgliedstaaten, noch keinesfalls abgeschlossen. Da sind die einen dafür, erweitert möglichst viel, dann brauchen wir keine Vertiefung. Wir brauchen aber, um handlungsfähig zu sein, Vertiefung. Und gleichzeitig haben wir am Verfassungsprojekt lernen müssen. Erstens kommen die Mitgliedstaaten aus unterschiedlichen Geschichten. Und das Nationale wird sehr wirkungsmächtig bleiben. Also die gegenwärtigen Überlegungen gehen vielleicht sogar ordnungspolitisch und von der Akzeptanz her in die richtige Richtung. Wir sollten in der Europäischen Union regeln, was kein Nationalstaat mehr allein regeln kann. Und auf diese Fragen komme ich gleich nochmal bei der Migration. Aber wir sollten nicht jede Regulierung, die wir in Deutschland nicht durchsetzen können, auf die EU schieben und sagen, macht ihr mal. Und dann klagen wir über die ausufernde Bürokratie in der Europäischen Union. Also diese Integration will ich aber noch mal in einer anderen Richtung jetzt weiterführen. Integration heißt Teilhabe. Teilhabe der kleinen wie der großen Staaten an einem Projekt, an Lebensformen.
Und diese Teilhabe ist zugleich aber etwas sehr Lokales. Wer von meiner Bürgerschaft hat Teil an Bildung, an Arbeit, an Kultur, an Politik? Und dieser Gedanke Integration als Teilhabe, da haben wir gerade erst angefangen. Und nun werden Sie fragen, Sie waren doch Familien- und auch insbesondere Frauenpolitikerin, was haben Sie mit der Migration zu tun? Ich muss sagen, ich bin von der Frauenpolitik zur Ausländer- und heute Migrationspolitik gekommen. Da werden Sie fragen, wieso? Weil ich sehr ähnliche Benachteiligungen, Ausgrenzungen erlebt habe wie bei den Frauen. Ich sage das mal am Beispiel. Einige, die mich schon länger kennen, haben das vielleicht schon mal gehört. Als ich in Hannover im Frauenforschungsinstitut arbeitete, las ich jeden Monat in den Berichten der damaligen Bundesanstalt für Arbeit, besonders schwer in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, sind folgende Randgruppen: Ausländer, Behinderte und Frauen. Da ist bei mir ein Licht aufgegangen. Da habe ich gedacht, das ist eine Unverschämtheit, was Sie da schreiben. Insofern bin ich dann streitbar. Man muss sich auch noch empören, sonst ändert man nichts. Und habe gedacht, also da willst du mit dazu beitragen, dass das nicht mehr geschrieben wird. Sie finden es auch heute nicht mehr. Aber Sie finden es nach wie vor bei der Gruppe der Migranten und der Ausländer und Ausländerinnen, obwohl wir uns fragen müssen, woran liegt es denn? Und da habe ich gedacht, wir haben als Frauen erlebt, also jeder wusste über unsere Defizite Bescheid. Jeder kennt die Defizite der Migrantinnen und Migranten. Von unseren Stärken war allenfalls bei der Kindererziehung die Rede. Sonst sehr viel weniger. Also im sozialen, im karitativen Bereich waren wir auch erwünscht. Da wurde von den Defiziten nicht geredet. Da konnten wir auch 90 Stunden in der Woche machen. Das war höchst erwünscht und durfte auch noch mehr sein. Dann gab es diese weitere Diffamierung. Die haben Gott sei Dank die Migranten nicht, aber dafür werden sie dann ethnisch oder kulturell diffamiert. Wir hatten das kleinere Hirn, die falsche Hirnhälfte, die zu viel arbeitete. Da hat uns die Hirnforschung mächtig geholfen, um deutlich zu machen, liebe Männer, betätigt ihr bitte auch beide Hirnhälften. Ihr braucht die emotionale genauso sehr wie die rationale. Das hat uns dann auch geholfen. Und so könnte ich in der Art der Zurückweisung bis hin zu Hegel, der Meinung war, um Gottes Willen keine Frauen in die Politik, die bringen alles durcheinander. Die können mit der Vernunft nicht richtig umgehen. Das war so ein weiteres Handicap. Und solche Auffassungen haben eine Langzeitwirkung. Und nun sind wir heute dabei, das wiederum gegenüber anderen Gruppen festzustellen, warum sie nicht dazugehören. Und hier möchte ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob es, kann es nicht sagen, ob es aus dem Elternhaus kommt, aus der christlichen Soziallehre. Jedenfalls hat da vieles zusammengewirkt, vielleicht auch meine eigene Dickköpfigkeit. Es gibt ein Leitmotiv, ich passe auf, dass unsere Gesellschaft oder möchte dazu beitragen, nicht auseinanderfällt. Und sie ist heute dabei, auseinanderzufallen. Wenn immer mehr von der Mitte an die Ränder sich bewegen, dann, das wusste Bismarck schon, kommt es darauf an, haltet die Gesellschaft zusammen. Und auch diese Frage, ich glaube, Sie haben sie eben aufgeworfen, oder auch Sie, von der Leitkultur. Es geht jetzt nicht darum, dass wir nur einen Typus von Kultur zulassen und nicht sehen, wie sehr wir auf anderen Kulturen aufbauend stehen, in ganz Europa, aber auch außerhalb Europas. Die orientalische Kultur ist älter als die unsere. Und ob die Welt der Zahlen, die Welt der Astronomie, die Welt der Physik, sie war längst da, bevor es Europa gab. Wir haben vieles von dort übernommen, aber es ist entscheidend, mit welchem Blick wir uns jeweils dem anderen zuwenden,
aber auch die Frage, was gilt dort, wo Menschen zusammenleben. Denn keine Gesellschaft kommt aus ohne Werte, auf die sie sich einigt, auf Normen und Regeln. Also wenn jeder macht, was er will, dann haben wir ein vorprogrammiertes Chaos. In der modernen Verfassungs- und Staatstheorie ist es wirklich im Sinne von Rousseau ein Vertrag, der zwischen den Beteiligten geschlossen wird, den wir dann Verfassung nennen, der aber auch dann von allen, die in einem Lande oder in der Europäischen Union leben, einzuhalten ist. Also es gibt keine Integration ohne einerseits, das können wir von Kanada am besten lernen, zunächst mal den anderen anzuerkennen. Denn wir reden von unseren Ängsten. Wer viel mit Migrantinnen und Migranten zusammen ist, der weiß, wie tief deren Ängste sind. Und wenn alle nur noch Angst haben, dann kann man nichts Positives bewirken, sondern da muss man sich näher kennenlernen, um Ängste abzubauen. Aber es beginnt mit dem Kernbegriff der Wertschätzung des anderen. Also sonst ist auch unser Artikel 1 von der Würde des Menschen bloßes Reden. Und das fällt uns schwer, hat Bertolt Brecht schon gesagt. Also anders zu sein, das macht uns schon in den Paarbeziehungen große Probleme. Am liebsten hätten wir, der andere wäre genauso wie ich und zugleich alles bricht er mit, was ich nicht habe, womit er mich bereichert. Aber wichtig ist mal, so wie ich. Und insofern ist diese Wertschätzung des anderen, das Umgehen mit Andersartigkeit, was uns so schwer fällt, eine Frage, die mitten hineingeht, wie ist es, wenn wir mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Ethnien zusammenleben, aber wir stellen bei genauerer Betrachtung fest, wer geschlagen wird, der empfindet die Schläge als gepeinigter Mensch. Und da spielt die Ethnie keine Rolle, sondern das Menschsein ist entscheidend. Wem verboten wird, Bildung zu erfahren, der empfindet nicht alle, aber insbesondere der Bildungsinteressierte merkt, wie er ausgegrenzt ist. Und da kann ich nur sagen, stellen Sie sich vor, wir Frauen hätten nicht das Schreiben und Lesen gelernt. Wir wären nie gefährlich geworden, wie die Kritiker sagen, aber wir wären auch nie aus unseren Nischen herausgekommen. Denn Bildung ist eine ungeheure Macht, ob ich es nun in der Schule erworben habe. Ich sage das immer, wie gesagt, gegenüber meinen Eltern und Schwiegereltern. Die haben ja zum Teil nicht die Chancen gehabt, Bildungskarrieren wahrzunehmen, wie wir sie wahrnehmen konnten. Aber das waren hochgescheite Menschen. Vielleicht sogar mit einem ausgewogeneren Verhältnis der Bildung des Herzens und des Kopfes, als wir es heute haben. Denn ich habe den Eindruck, unsere jetzige Bildung fragt nur noch, was die Köpfe taugen, aber nicht mehr, was sie für einen Charakter haben. Und wenn das auseinanderfällt, ist es schlecht um ein Volk bestellt. Also es gehören beide zusammen. Und da können wir oft viel von Migrantinnen und Migranten lernen. Ich nenne ein Beispiel. Offiziell gibt es das nicht, aber in der Realität gibt es das. Das sind Migrantinnen auch aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die Schwerstpflegebedürftigen rund um die Uhr Betreuung, menschliche Wärme und Nähe geben. Dafür gehen viele sogar nicht nur auf die Auslandsämter, sondern bis vor die Tore der Innenminister. Wenn ihr uns diese Personen nehmt, werden wir rebellisch. Und insofern muss man immer auch schauen, wo wir uns dort, was wir verloren haben, gegenüber denen, die wenige hatten und für die Wärme, menschliche Wärme, eine ganz wichtige Dimension ist. Ich füge hinzu, es ist uns übrigens für uns alle. Nur die einen erwarten immer, dass sie die anderen geben und man denkt, ich bin nur Empfänger und nicht Gebender.
So bringe ich oft das Beispiel unserer Krankenhäuser, die ganz entsetzt sind, wenn türkische Patienten da sind. Also diese vielen Menschen, die da kommen. Das bringt alles durcheinander. Und sie verstehen das auch oft gar nicht, warum die zu so vielen kommen. Der Patient braucht doch Ruhe. Und am besten wäre, es käme niemand. Aber das sagen Gott sei Dank nur noch wenige. Während bestimmte Völker von Kindesbeinen an gelernt haben, wir vielleicht auch irgendwann mal, das Wichtigste ist, einen Patienten nicht allein zu lassen. Da sind die Verwandten da, der Freundeskreis. Die Heilung erfolgt wesentlich auch durch menschliche Beziehung, durch Kontakte, wo sie nicht isoliert sind. Und dann füge ich noch hinzu, wären es Beduinen, die würden auch über Nacht nicht weggehen. Die würden auch auf dem kalten Fußboden schlafen. Auch das haben sie so gelernt. Das ist dann vielleicht für uns fremd und Regeln werden dann vereinbart. Aber ich will damit nur sagen, wie andere Kulturen, oft sicherlich aus Armut heraus, aber auch aus Erfahrung heraus wissen, welche zentrale Bedeutung der Mensch für Umgangsqualität, für Wohlbefinden etc. hat. Und warum nutzen wir das nicht? Und jetzt sage ich, um noch ein Stück bei der Information zu bleiben, das mache ich jetzt etwas mehr im Telegrammstil. Deutschland hat jahrelang durchaus in einer Situation gelebt, in der viele Flüchtlinge, dann Aussiedler, dann waren es die Menschen aus der früheren DDR, 89, 90. Und wir haben insbesondere dann nochmal mit dem Krieg auf dem Balkan einen großen Flüchtlingsstrom gehabt. Also Binnenflüchtlinge, wir haben eine geringe Migrantenzahl weltweit, wie auch in Europa. Da ist nicht die ganze Welt unterwegs, aber Flüchtlinge sind in großer Zahl unterwegs. Und Migranten, die Arbeitsmigranten sind, die ihre wirtschaftliche Lage verbessern wollen. Aber in Europa ist der Anteil in der Europäischen Union 2%, in der Weltbevölkerung 3%. Trotzdem sind 200 Millionen unterwegs. Übrigens, sage ich auch nochmal den Frauen, sind in Deutschland wenig beachtet worden. Weltweit sind 52% der Migranten Frauen. Und wir haben auch schon wieder vergessen, wir denken nur an die, die aus der Familienzusammenführung kommen. Auch in unseren Anwerbezeiten, 56 bis 73, waren es in einem hohen Maße auch jüngere Frauen, die als selbstständig Wandernde in unser Land kamen. Übrigens, Frauen bringen auch heute noch den größten Teil ihrer Einkommen hier wieder zurück in ihr Heimatland, sind die größten und stärksten Rückzahler. Männer auch, aber weniger. Wir haben unter diesen 200 Millionen 9,5 Millionen Flüchtlinge. Und jetzt sage ich Ihnen nochmal, heute bleiben die meisten, das haben Sie auch im Irakkrieg und im Afghanistankrieg oder wenn Sie sich um Darfur umschauen, in der Umgebung mit riesigen Problemen. Ein Land wie Pakistan hat jedes Jahr 2 Millionen Flüchtlinge. Wenn Sie sich Asien ansehen, ich bleibe mal bei China, da ist die Dunkelziffer immens hoch. Die meisten haben fiktive Namen, aber die offiziellen Zahlen sagen, es sind 140 Millionen in China, andere Zahlen besagen 200 Millionen. Das heißt, heute sind die Hauptströme im asiatischen und im afrikanischen Bereich. Dann kommt erst der südamerikanische. Bis Anfang der 90er Jahre waren die Hauptzuwanderungsgebiete USA und dann kam Europa.
Europa hat in all den Jahren 56 Millionen gehabt. Seit der Zeit geht es massiv zurück, auch durch europäische Regelungen. Und ich mache jetzt mal einfach einen Sprung und sage, inzwischen ist Deutschland eher ein Auswanderungsland, aber auf gar keinen Fall mehr ein Ein- und Zuwanderungsland. Im Jahre 2007 haben wir netto 21.000 Menschen gehabt, die nach Deutschland gekommen sind. Ich füge noch mal hinzu, unter der Definition Migrant, Migrantin ist immer, wer länger als ein Jahr außerhalb seines Heimatlandes ist. Also es zählen darunter nicht die Saisonniers, die 3 oder 4 Monate hier in der Erntezeit leben oder einen befristeten Vertrag haben. Bei den regulären Pflegeverhältnissen können wir ja inzwischen nach Schengen und mit den Visa-Regelungen durchaus, die Menschen sind so erfinderisch, Engagements finden, die kommen 3 Monate, dann haben sie schon organisiert ihre Nachbarin, die dann wiederum für 3 Monate kommt, dann kommt die Alte wieder zurück, sodass es wirklich ein Netzwerk ist, was mit den gegebenen Regelungen handelt. Unter diesen 21.000 haben wir, ich sage Ihnen mal, so gut wie keine Aussiedler mehr, im letzten Jahr 6.000, mit noch weiter rückläufigen Zahlen. Bei den jüdischen Migranten waren es noch 3.000 statt 18.000. Und die, die wir wollten, die kommen leider nicht mehr. Weder die Hochqualifizierten noch die Selbstständigen. Dafür haben wir die Hürden so hoch gehängt, dass sie in andere Länder gehen. Und da wir die Übergangsregelung auch noch bei den Beitrittsverhandlungen haben, sind uns auch diejenigen abhandengekommen, sage ich jetzt, die wir eigentlich sehr gern im Land sehen. Die Polen dürfen bei uns nicht mehr rein. Aber wo sind die jetzt? Offiziell 300.000 in England, inoffiziell 1 Million. In den skandinavischen Ländern, in Irland in großer Zahl, in Spanien. Das heißt, wir haben diejenigen, die wir eigentlich unbedingt bräuchten, um Arbeitsplätze zu schaffen, gerade die Selbstständigen auch, die kommen zurzeit nicht nach Deutschland, weil die Hürden so hoch sind, da haben wir jetzt ein bisschen verändert. Zunächst, ich sag mal, wir haben damals in den Zuwanderungsbericht geschrieben, 1 Million oder 10 Arbeitsplätze sollten Sie mitbringen. Was macht die Regierung daraus? 1 Million plus 10 Arbeitsplätze. Das schafft niemand. Jetzt ist immerhin schon ein Schritt weiter vollzogen worden, 500.000 und 5 Arbeitsplätze. Aber ich sage Ihnen, bei einem hochqualifizierten Berufsanfänger, der soll 85.000 Euro bekommen. Sagen Sie mir mal den Mittelständler, der den auch braucht, wie der den bezahlen soll. Das kann er nicht. Also müssten wir heruntergehen. Das tun wir aber nicht. Und jetzt kommen unsere Probleme, weil wir sagen, das zieht dann Menschen an. Und wir haben ja selbst noch hohe Arbeitslosenzahlen. Die hohen Arbeitslosenzahlen sind ja im Augenblick der Hauptgrund, dass wir sagen, solange wie wir überhaupt eine Arbeitslosigkeit haben, und das geht nach Prognoseuntersuchungen bis zum Jahr 2020, keine Zuwanderung. Ich sage Ihnen ganz offen, ich halte dies für einen Fehler. Also es ist eben kurz angesprochen worden, die Green Card. Ich möchte Ihnen nur sagen, die Green Card mit allen ihren Schwächen, sie war besser als die heutige Regelung. Damals hatten wir wenigstens 6.000 im Jahr. Jetzt haben wir keine 900 mehr. Und das ist zu wenig. Ich sage es Ihnen am Beispiel der Niederlande. Die haben, jetzt vergleichen Sie mal die Bevölkerungszahl 82 Millionen zu 15 Millionen. Die haben in den letzten Jahren mit einer ähnlichen Regelung wie Deutschland, geringeren Hürden, jedenfalls jedes Jahr 3.500 gehabt. Und daran sehen wir, dass wir mit den damaligen Regelungen mehr
qualifizierte Aufnahmen und auch erlebt haben, wie sie Arbeitsplätze geschaffen haben. Ich sage es Ihnen mal an der türkischen Minderheit, sei es nun Eingebürgerte oder Nicht-Eingebürgerte. Die türkische Minderheit hat in den letzten Jahren 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Da wird immer gesagt, das sind alles Döner. Inzwischen sind die gut im Mittelstand verankert und sind eigentlich darauf aus, das ist ja ein sehr unternehmerisches Volk und halten nicht so viel von staatlicher Hilfe. Wir bräuchten mehr davon. Ich bringe Ihnen noch ein Beispiel. Dies Mecklenburg-Vorpommern galt bis vor kurzem als sterbende Region. Da sollten natürlich auch keine Polen hinkommen. Aber die sind trotzdem gekommen. Das eine haben sie gemacht über Verheiratung. Die Polen haben Deutsche geheiratet und die Deutschen fanden die Polinnen sehr attraktiv und haben die geheiratet. Das ist überhaupt der höchste Anteil von binationalen Ehen liegt in Deutschland zwischen Polen und Deutschen. Könnt ihr auch sagen Italiener oder Franzosen? Nein, sind die Polen. Dann haben sie etwas gemacht in dieser Region, die wirklich eine hohe Arbeitslosigkeit hatte, sind die Polen gekommen als Unternehmer. Erst haben sie gesagt, wie Wäsche könnt ihr nicht waschen für die Krankenhäuser, müssen wir die immer holen? Und dann haben sie gesagt, eigentlich sind die Wege auch noch zu weit, obwohl es grenznah ist, das machen wir jetzt hier als Unternehmen. Und so könnte ich Ihnen ganz viele Bereiche nehmen, im kleinen und mittleren Gewerbe. Und nun blüht Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie entwickeln neuen Tourismus und sehr viel Kleingewerbe, verlassen sich nicht mehr nur auf den Schiffbau. Und das bedeutet, dass wir, das gilt für alle Nationen, Amerika hat die große Zuwanderung immer zugelassen, weil sie gesagt haben, das ist ein dynamischer Wirtschaftsfaktor für uns. Kanada fragt jedes Jahr, wie viel brauchen wir denn, damit wir weiter wirtschaftlich unser Niveau halten können. Nirgendwo ist eine Zuwanderung konfliktfrei. Also nun die Vorstellung zu haben, das geht ohne Konflikte ab. Aber trotzdem ist ganz wichtig, wie gestalten wir es. Und da haben wir über Jahrzehnte gesagt, nein, wir sind ein Rotationsland, die Menschen sind gekommen, aber die gehen alle wieder zurück. Wir wollen die auch gar nicht bildungsmäßig integrieren. Deswegen spielte das in der Schulpolitik keine große Rolle, in der Ausbildungspolitik nicht und das, was wir heute nun heftig kritisieren und uns einmischen, auch zu Recht, ob Ehrenmorde oder gewaltmäßige Verheiratungen, arrangierte Ehen, haben wir in unserem Land bis in die Neuzeit reichlich gehabt, ob Adelige oder im bäuerlichen Bereich, im handwerklichen Bereich, das, was man so organisierte Ehen nennt. Mal die Väter, mal andere. Die Mütter waren auch ganz gute Heiratsstifter. Aber das ist etwas anderes, als wenn Kinder im Kindesalter mit 12 Jahren bereits verheiratet werden. Aber das hat uns jahrelang überhaupt nicht gekümmert. Das war deren Welt und nicht unsere. Jetzt beginnen wir damit und sagen, ja, wenn wir zusammenleben wollen, dann ist auch das mit unseren Werten und Normen nicht vereinbar. Dabei ist immer gut, wenn wir uns auch erinnern, wie lange wir denn diese Entwicklungen haben. Also in meiner Kindheit waren bikonfessionelle Ehen, lösten Familienfäden aus, innerhalb eines Dorfes oder auch zwischen Dörfern. Also so lange ist das alles nicht her. Und wahrscheinlich wäre ein Teil unserer heute engagierten Frauen auch noch als Hexe verbrannt worden und der Inquisition anheimgefallen. Wir haben Entwicklungen vollzogen, für die wir auch lange gebraucht haben und wo ich nicht mehr wünsche, dass die anderen auch so lange brauchen, aber wo wir sehen, Kulturen nehmen unterschiedliche Entwicklungsschübe. Gleichzeitig möchte ich Ihnen sagen, ich wünschte mir, wir hätten so viele Professorinnen
in Deutschland, wie wir in der Türkei haben. Oder so viele Unternehmerinnen, wie wir in der Türkei haben. Natürlich können Sie jetzt wieder sagen, in der Türkei werden Universitätsprofessoren auch viel schlechter bezahlt als in Deutschland. Also können das Frauen auch machen. Aber zunächst mal haben Sie die Kompetenz, ob als Chirurgin, ob als Naturwissenschaftlerin. Mir geht es darum, dass wir immer auch, wenn wir miteinander verhandeln, das auf gleicher Augenhöhe tun. Und damit komme ich jetzt zu einem Punkt, der für Europa und für uns lokal wichtig ist. Also ich bin jetzt in einer Reihe von Städten gewesen, wo ich Ihnen sagen möchte, Hut ab, da passiert was. Jetzt spreche ich Sie als Bürgermeister an und alles mit Ihnen, auch was im Landkreis Ostholz ist. Es ist möglich, kommunale und kreisbezogene Plattformen zu bilden, wo man diejenigen, die in diesem Feld tätig sind, zusammenholt. Denn oft wissen wir gar nicht, was in unseren Gemeinden alles passiert. Also wir haben bei den kommunalen Erhebungen festgestellt, oft schon innerhalb einer Kommune wusste man nicht, was im Jugendhilfeausschuss für die Integration geschah, im Sozialausschuss, im Bauausschuss. Jetzt sind wir dabei, dieses Wissen systematischer zu erheben. Und ich nehme an, auch unter Besucherinnen heute Abend sind viele, wo ich sagen muss, die Integration in Deutschland war bis vor kurzem in erster Linie eine Leistung der Zivilgesellschaft. Und wenn ich von Zivilgesellschaft, diesem abstrakten Wort, spreche, dann muss ich Ihnen sagen, es passierte durch die Arbeitgeber, durch die Kirchengemeinden, durch die Vereine. Es geschah in Nachbarschaftshilfen. Sehr viele Frauen, die sich engagierten, mit zu den Ämtern gingen, um ihnen zu helfen, damit sie zunächst mal zurechtkamen. Denn nicht gleich konnten sie ihre Kinder einsetzen. Und wir unterschätzen, was in dieser Bürgergesellschaft erfolgt ist. Und sie erleben es aus den Interviews, den Biografien von Zugewanderten, wie dankbar sie sich an das erinnern. Es sind die Menschen gewesen, die ihnen, wenn sie dann Glück gehabt haben, eine Heimat gegeben haben. Nee, einer, der angekommen ist und wo eine Frau, sei es aus der Universität oder aus der Ausländerbehörde, gesagt hat, ich habe noch Dienst bis um 5, aber dann fahre ich mit Ihnen, damit Sie nicht allein Ihr Zimmerchen suchen müssen. Glauben Sie, diese Hilfen vergessen die Menschen nie. Das ist wie unsere Hilfe damals während des Kriegsrechts an Polen. Bei allem, was die Polen immer wieder zu kritisieren haben, und sie haben furchtbar gelitten, das haben sie nicht vergessen. Und so ist es wichtig, was geschieht praktisch. Diese Bürgerplattformen, ich habe viel davon auch in Portugal und Spanien erlebt, macht es möglich, dass eben nicht nur die fachlich Ausgewiesenen zusammenkommen, sondern die engagierten Bürgerinnen und Bürger. Und dies nicht nur, ich komme nochmal auf die Frauenpolitik, es war immer klar, dass die Männer eine Politik für Frauen machten. Und wir paar Frauen mit, auch wenn wir in der Minderheit waren und meistens das nicht nach unserem Geschmack war. Was ganz entscheidend ist, die Probleme mit den Beteiligten zu lösen. Also so wie mir oft Migrantinnen sagen, und darunter sind die Mehrheit, was wir nicht wissen, Hochgebildete, wir haben ganz andere Bedürfnisse, als sie annimmt. Wir wollen tätig sein, wir wollen auch beruflich tätig sein. Wir wollen mithelfen, im Stadtviertel was zu verändern. Und ich selbst gehöre einer Gruppierung ein, die heißt Parea. Das gehört in das Kapitel Soziale Stadt. Da haben wir auch überlegt, massiver Vandalismus, Polizei fast jeden Abend in bestimmten Vierteln. Der Bauträger sagte dann, ja, was machen wir denn? Schärfere Kündigungen, Bußgelder, Hausmeister.
Und dann hatten wir erfahrene Sozialarbeiter, die sagten, nein, wir machen Bürgeraktivierung. Sie werden selbstverantwortlich und gestalten ihre Umgebung mit. Der Anfang ist mühsam. Wir haben dann sehr stark auch die Jugendlichen eingesetzt. Sie haben Treppenhäuser gestaltet, haben Bilder in den Schulen gemalt. Wir haben für die Rahmen in der Gruppe gesorgt. Glauben Sie mir, diese Bilder wurden nicht mehr zerstört. Da passten die drauf auf. Oder wenn sie die Bepflanzung in der Umgebung machten. Sehr oft haben uns die Aussiedler dabei geholfen, dann die Gardinen genäht, damit wir einen Graupen hatten. Wir haben sie weggebracht von den Graffiti-Schmierereien. Sie haben aber dann auch eine Graffiti-Ausbildung bekommen. Ich möchte Ihnen einfach nur sagen, diese Bürgeraktivierung schafft Zusammengehörigkeit und verändert sehr viel. Sie dürfen nur nicht erwarten, dass das vom ersten Tag an braucht. Sie brauchen wenigstens ein halbes Jahr, bis Sie das in Gang setzen. Das ist wie bei Jugendlichen, die kein Zeitgefühl mehr haben. Wenn Sie denen eine Chance geben, ist das Wichtigste, dass die morgens erstmal aufstehen und die Stunden in Arbeit bleiben. Ich nenne Ihnen solche Beispiele, weil sehr viel möglich ist. Nehmen Sie den ersten großen Schulpreis, hat eine kleine Dortmunder Grundschule gewonnen, mitten in einem Brennpunkt, 80% Ausländer, 20% deutsche Sozial-Hartz-IV-Empfänger. Und dieses Schulteam mit einer offenen Schule, wo am Tisch sitzen die Kommune, normalerweise kommt die ja in Schulen nicht rein, die ist aber über die Jugendhilfe reingekommen, weil wenn es brennt, öffnen sich ja Türen, die nach Gesetz verschlossen sind. Da war die Wirtschaft mit am Tisch, die Gewerkschaften, die Vereine. Das sind Schulen, die eine, die diese Grundschule schickt, 46% zu weiterführenden Schulen, Gymnasium und Realschule. Warum nenne ich das? Weil die ja nicht dümmer sind als andere. Zum Teil haben unsere Hauptschüler vom Intelligenzquotienten alle Möglichkeiten, im Gymnasium zu sein. Aber die sozialen Störungen, die Lernblockaden sind so groß, dass die verstärkte Zuwendung, kleine Gruppen brauchen, intensive Förderung. Also ich nenne Ihnen nur, oder diese geöffneten Schulen, ich könnte jetzt viele Städte nennen, es ist nicht nur eine, sondern das hat sich ausgebreitet wie die Tafeln als sogenannte Armenversorgung. Ich nenne nur mal ein weiteres Merkmal. In 3 Jahren haben die den Anteil, sind ja vor allen Dingen die Jungen, die uns Probleme machen, den Anteil der Schüler mit Schulabschluss um die Hälfte erhöht, beziehungsweise Schulabbrecher um die Hälfte gesenkt. Ich sage dies, weil ich Ihnen mitteilen möchte, Veränderung ist möglich. Und dazu gehört neben der Bildungsfrage, natürlich spielt darin die Sprache eine wichtige Rolle, aber wenn ich keine Gelegenheit habe, die Sprache zu sprechen, deswegen ist auch die Ganztagsschule übrigens nicht nur für die Migrantenkinder wichtig, die Sprachstandserhebung an den 4-Jährigen, dann den 5-Jährigen zeigen, es sind genauso viele Deutsche wie Migrantenkinder. Das heißt, unterteilen wir sie nicht, sorgen wir für beide. Das ist mein Integrationsansatz, damit wir nicht hinterher wieder den Sozialneid zu bearbeiten haben. Alles geschieht für die Migranten und wo bleiben wir? Bezieht sie ein, lasst sie möglichst in den Gruppen beieinander sein, sodass sie Förderung erfahren und auch ihre Chancen sich erhöhen. Neben Bildung ist Arbeit der entscheidende Faktor. Also alle Untersuchungen, national wie international, zeigen, Bildung und Arbeit sind die ausschlaggebenden Faktoren für Integration, auch für Teilhabe. Und bei der Arbeit sind wir noch kein Stück vorangekommen. Also wir haben sehr viele Kommunen, wo der Anteil der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, aber auch bei Nichtjugendlichen doppelt so hoch ist wie bei den Einheimischen.
in einer Stadt wie Berlin liegt er sogar bei 40%. Und diese Phänomene finden wir weniger in den östlichen Bundesländern, weil wir kaum Migrantinnen und Migranten haben. Die öffentliche Meinung ging dahin, die leben alle auf unsere Kosten, die wollen nicht arbeiten. Wir sagen aber nicht, dass sie nicht arbeiten durften. Die längste Verbotszeit waren 6 Jahre, dann 3 Jahre. Jetzt haben wir 1 Jahr, aber mit den Vorrangsregelungen. Also ein Drittstaatler, ein Mensch, der nicht aus der Europäischen Union kommt, darf nur einen Arbeitsplatz bekommen, wenn ihn kein Deutscher, kein Bürger der EU besetzt, niemand aus den assoziierten Ländern. Sie können sich vorstellen, was das für ein Vergnügen für einen Arbeitgeber ist und wie das aussieht für Migranten, die arbeiten wollen. Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Ich gehe in die Schwarzarbeit, was viele zwar verurteilen, aber allzu gern sehen, weil es billiger ist. Und zum anderen, ich gehe an die Sozialkassen. Also mir geht es einfach darum, dass wir dabei auch ehrlich sind. Natürlich gibt es immer Menschen, die sich dann daran gewöhnen und sagen, das ist ja eigentlich ersprießlicher. Ich brauche mich nicht sehr anzustrengen. Ich sage Ihnen, ich bin mit einer Radikalität inzwischen dafür, dass wir, wo immer es möglich ist, Menschen in Arbeit geben und nicht in Sozialhilfe oder Hartz IV. Weil das allein bringt Wertschätzung, Zugehörigkeit und zeigt auch den Menschen, ihr seid nicht ausgeschlossen. Und wir führen sie auch nicht in die Bequemlichkeit. Ich höre oft von Kommunen, das sei alles so mühsam. Menschen, die lange nicht gearbeitet haben, wieder an Arbeit zu gewöhnen. Ich kann da nicht widersprechen. Aber wenn ich in einer Hauptschule bin, mit Schülern, die mir schon 50 Mal ausgewichst sind, das ist genauso mühsam, die dann wieder dahin zu bringen, dass sie kommen und sich aufs Lernen einrichten. Nur wenn wir dort zu nachlässig sind, sagen die Menschen, warum soll ich denn arbeiten? Nimm diese Hartz-IV-Geschichte und dann gucke ich mal, wo ich sonst noch Geld verdienen kann. Und da kann ich nur sagen, in den europäischen Mitgliedstaaten sind das nur noch 3 Länder, diese Regelungen haben, weil alle gelernt haben, insbesondere auch Frankreich, was ja immer meinte, wir sind alle Republikaner, also jetzt im französischen Sinne, Mitglieder der Republik, die haben ganz massive Probleme mit Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit und wachsender Arbeitslosigkeit. Wir haben uns auf diesen Weg jetzt begeben. Also ich wäre beinahe aus der Partei geflogen wegen dieser Zuwanderungskommission. Es gibt aber Aufgaben, da müssen Sie parteiübergreifend zusammenarbeiten. Das haben wir auch getan. Also zum Teil wussten wir nicht, es waren alle Parteien in diesem Gremium vertreten. Aber wir haben wirklich da gemeinsam gesessen und gearbeitet. Wir müssen Lösungen finden, die in der Bevölkerung Akzeptanz finden, die Lösungen sind. Auch mit Kompromissen, das ist nicht immer der Höchstweitsprung, den Sie da gleich vollziehen können. Und es hat Spaß gemacht. Und deswegen glaube ich, dass Kommunen immer die Ebene auch sind, wo man bei aller Parteizugehörigkeit, wenn man ein bestimmtes Problem lösen will, und wenn es brennt, dass man zusammenfindet. Wenn Sie sagen, wir haben 2 Straßen, wo es schwierig ist, wenn Sie die Parallelgesellschaften verteufeln oder sagen, das ist das Grundproblem, Sie werden die nicht auflösen, solange die keine anderen Kontakte haben. Denn überall in der Welt, wo Menschen wandern, gehen sie erstmal dahin, wo diejenigen sind, die sie schon kennen. Und lösen sich erst von denen, wenn sie selbstständiger geworden sind. Und wir müssen auch sehen, wenn ich in einem Land wenig Aufnahmebereitschaft finde,
Und ich bin ein schwächerer Mensch, der nicht, es gibt sehr starke Migranten und es gibt auch schwächere, wie unter allen von uns, dann suchen sie halt in ihrer eigenen Bezugsgruppe. Und wir können, wir haben dann noch solche Fehler gemacht, weil es so bequem war. Lass sie doch in die Koranschulen gehen. Haben nicht aufgepasst, welcher Teil religiöse Erziehung war und welcher Teil politische Propaganda war. Und deswegen sind wir heute wachsamer, aber wir haben auch eine Reihe von Unterlassungssünden in Anführungsstrichen vorgenommen, die wir rückläufig machen können. Aber die Mehrheit in der Zuwanderungsgesellschaft will Integration. Und mit dieser Mehrheit müssen wir arbeiten und sie den Fängen, die gibt es bei uns, die gibt es auch in unseren Nachbarländern, die Fanatischen. Und je hoffnungsloser die Lage in ihren Heimatländern, desto fanatischer sind sie und haben dann schnell mit den Schlagworten diese Kapitalisten, diese Ausbeuter, die Schlagworte gefunden, die verfangen. Und das können wir nicht einfach erwarten von der Gesetzgebung. Die Gesetzgebung kann viel dazu beitragen, dass Integration rechtlich und formal gelingt. Das kann eine Kommune nicht leisten, das Aufenthaltsrecht zu regeln. Aber was wir leisten können, ist, seitdem wir anders sprechen, spüren auch die Menschen, vielleicht wollen sie uns doch. Ich habe über Jahre, gab es immer einen Satz, und damit will ich dann jetzt auch schließen. Woher kommen Sie? Sie sprechen aber erstaunlich gut Deutsch. Und wann gehen Sie wieder nach Hause? Das war ein geflügelter Satz, auch für diejenigen, die schon hier eingebürgert waren, und zeigte also diese Ambivalenz, diese Fernung, die wir hatten. Und deswegen möchte ich Sie noch mal bitten, es geht nicht darum, Probleme unter den Tisch zu kehren. Wo sie sind, muss man sie ansprechen, muss ihnen nachgehen, woher kommen sie. Wir haben es mit dieser Paria-Organisation geschafft. Ich sage Ihnen mal, auch Köln hat ganz schwierige Stadtviertel. Also es war für uns wie ein Fest, wenn wir dann nach einem Jahr sagen konnten, die Polizei kommt nur noch ganz selten. Und die brauchen auch Erfolgserlebnisse. Und so wie ich das Ihnen eben von den Schulen erzählt habe, oder nehmen Sie eine Stadt wie Hamburg, da ist zunächst ein Unternehmer Otto hergegangen und hat gesagt, die Zeugnisse sind grottenschlecht. Aber lassen wir uns die Jugendlichen mal kommen lassen. Dann haben ganz viele auf die erste Frage hin, was könnt ihr, was wollt ihr machen, geantwortet, wir können nichts. Ich kann nichts. Nun kann das immer auch eine Schutzbehauptung sein, aber es geht einem unter die Haut, wenn man von einem 14-Jährigen hört, ich kann nichts. Und wie sie dann aufleben, wenn sie während des Praktikums erfahren, ich kann doch was. Das sei nun wirklich mein allerletzter Satz. Wir haben in Erfahrung gebracht, bei Kindergartenkindern, bei Grundschulkindern und bei Heranwachsenden, wenn es Menschen gelingt, das Emotionale und das Kognitive und das Soziale zusammenzubringen, können sie Berge versetzen. Also fragen Sie bei allen Defiziten, die Sie wie Berge vor sich auftürmen sehen, zunächst mal, was mag dieser Mensch können und wie komme ich an sein Können heran? Also beispielsweise bei der sprachlichen Motivation über die kulturelle Bildung, tanzen, musizieren, Theater spielen, erleben Sie eine Sprachmotivation, erleben Sie verschlossene Gesichter, die sich plötzlich öffnen, wo sich die Hände ausgreifen nach der Hand des anderen. Und das wünsche ich Ihnen auch in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Landkreis. Und da wir in Europa nun wenigstens das Asylrecht geregelt haben, vielleicht ist es ja bei aller Beteuerung, das ist nationale Zuständigkeit, erleben wir auch, dass wir die Zuwanderung ein Stück weit europäisch regeln müssen. Dann kann jedes Land sagen, wie viele brauchen wir, aber Einheitlichkeit im humanitären Recht, denn
Viele reden humanitär, handeln aber nicht danach. Und da wünschte ich mir schon, dass die, die so reden, auch ein bisschen Samaritertum praktizieren. Ich danke Ihnen. Ehemalige Bundestagspräsidentin Frau Rita Süssmuth, die hat nicht nur viel erzählt, sondern sie hat auch Vorschläge mitgebracht. Was es so mit den Vorschlägen auf sich hat, das wollen wir doch mal nachfühlen. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Bürger zum Thema Integration denken in Usterholz-Scharmbeck und wie was umgesetzt wird. Denn Integration geht uns alle an, nicht nur als Bewohner der Drosselstraße. Auf Wiedersehen und denken Sie dran, am 15. September, der dritte Montag im Monat. Bis dann. Tschüss.